Martin Luther hat gesagt, der Teufel ist ein Kunstmaler. Und zwar, wenn ein Mensch in ein Gefängnis geht, dann denkt er, okay, ich habe gestohlen, ich habe gelogen, ich habe betrogen, ich habe es verdient. Aber je länger der Gefangene im Gefängnis ist, beginnt der Teufel, das Gefängnis von innen nach außen zu bemalen. Und plötzlich sieht er im Gefängnis im Haus, ja, aber schau mal, das sind ja auch Pflanzen. Ja, ich habe ja auch Eigenschaften, die sind ja mega. Und plötzlich siehst du Dinge, die sind mega und der Schimmel geht plötzlich ein bisschen verloren. Wer kennt das?